nächste Heimspiel steht an. Nach dem Auswärtssieg gegen Cottbus, wo die Mannschaft wieder das Gesicht gezeigt hat, das ich auch von ihr sehen möchte. Sie war sehr, sehr laufstark, kampfstark. Der Gegner war zwar auch nach überlegen, aber in Cottbus muss man erstmal mit 2-0 nach Hause fahren. Dann nochmal Kompliment an die Truppe, wie sie sich da präsentiert hat. Und da wollen wir natürlich anknüpfen und mit einem Heimsieg nachlegen gegen eine spielstarke Mannschaft aus Rostock, die in den letzten beiden Auswärtsspielen in Münster und in 60 München jeweils 3 Punkte entführt hat. Da sieht man, dass diese Liga wirklich sehr, sehr eng ist. Letzte Woche haben sie, oder jetzt am Montag, gegen einen Aufstiegskonkurrent 1-1 gespielt. Deswegen müssen wir den Finger hochheben. Eine Mannschaft, die sehr, sehr spielstark ist, wie ich gesagt habe, die Erfahrung hat in ihren Reihen und die uns hier alles abverlangen wird. Im Kader nicht sein können Sven Müller, der einen Bandscheibenvorfall hat, der jetzt erstmal raus ist und wir hoffen, dass es ihm schnell wieder besser geht, um dass er dann auch wieder helfen kann. Marc Lorenz, die 10. gelbe Karte, wird ausfallen und Martin Röser ist ins Training eingestiegen, das ist sehr erfreulich nach dem Rippenbruch, aber natürlich noch Trainingsrückstand hat. Die Trainingswoche war bisher ganz gut, so viele Einheiten haben wir ja jetzt noch nicht. Das Spiel gegen Rostock ist für uns enorm wichtig. Gerade nach dem Auswärtsdreier gegen Cottbus wollen wir unbedingt nachlegen, dass wir unsere Position auch weiter festigen können. Und ja, da werden wir alles in die Waagschale am Samstag werfen. Also wir haben Edmund Kaiser auf jeden Fall hochgezogen. Er wird bei uns jetzt bis zum Ende der Saison dabei sein. Ab und zu vielleicht auch mal Spielpraxis in der U19 weiterhin haben. Deswegen haben ihn auch hochgeholt. Wir brauchen A, den dritten Torwart und B, natürlich diese Regel. Ja, wenn ich es wüsste, letztes Jahr haben wir nur ein Spiel zu Hause verloren, das war gegen Jena, da waren wir schon durch. Da kann man sagen, okay, da war vielleicht die Spannung weg, aber es ist natürlich immer schwierig, ein Spiel zu machen, logischerweise. Eine Mannschaft dann, die tief steht und auskontert. Wir haben ja auswärts auch 30 Punkte erzielt, das ist hervorragend. Vielleicht tut man sich da auch ein bisschen leichter. Letztendlich, wenn man es insgesamt sieht, 29 Spiele, 5 Niederlagen, ist eine gute Konstanz in der Mannschaft drin. Deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass wir zu Hause jetzt wieder da anknüpfen, wo wir vielleicht auch gegen Osnabrück aufgehört haben. Solche Spiele mit viel, viel Engagement, viel Leidenschaft, viel Zweikämpfen und natürlich auch die Effektivität. Ist eine gute Mannschaft, die natürlich in der Offensive ihre Flexibilität haben. Ja. Soku habe ich jetzt gehört, der 9 Tore gemacht hat, spielt er für den Benin. Der wird am Wochenende ausfallen. Das ist natürlich schon ein guter Spieler, der für sie ein effektiver Spieler, der da ausfällt. Aber letztendlich ist eine Mannschaft, die genug Erfahrung hat, die auch selbst gesagt hat vor der Runde, dass er das Ziel hat, aufzusteigen. Und nicht umsonst haben sie das Ziel ausgegeben, weil sie eine gute Truppe sind. Positiv, da er ja lange, also 10 Tage oder 8 Tage war er ganz raus, hat er sich jetzt wieder rangekämpft an die Mannschaft und steht im Kader, wie jeder andere Spieler auch, der die Möglichkeit hat, sich anzubieten. Ja, natürlich probieren wir ein bisschen was. Ja. Marc hat da jetzt seine Sache überwiegend sehr, sehr ordentlich gemacht. Und jetzt letztes Mal haben wir ihn ersetzt, wo er die 5. Gelbe hatte mit Kyung Rok Choi in Halle. Das hat funktioniert gehabt. Und Sercan ist ein bisschen näher rangerückt, wie ich gesagt habe. Gibt natürlich eine Option, genauso wie Burak, der jedes Mal, jetzt letzte Zeit nach seiner Krankheit, wo eingewechselt worden ist, richtig Schwung gebracht hat. Also diese zwei Personalien könnten eventuell den Marc ersetzen. Ja, es war Gott sei Dank nichts. David hat einen Zweikampf und hat sich das Knie ein bisschen vertreten, da war was eingeklemmt. Da konnte er jetzt mal kurz nicht so bewegen, aber dann ist er am Spielfeldrand kurz behandelt worden. Das ist wieder dann korrigiert worden und konnte auch in Ruhe zu Ende spielen und keine Nachwehen. Ja, ich will mal das bisschen differenzieren. Heimschwäche wäre ja, dann hätten wir noch kein Spiel gewonnen. Also wir haben auch 24 Punkte zu Hause gemacht. Das ist, man tut es immer gleich ins Negative. Denn wir wären auch glücklicher, hätten wir mehr Punkte gemacht zu Hause oder auch besser gespielt teilweise. Wie gesagt, es ist manchmal nicht so richtig zu greifen, warum das dann dementsprechend so ist. Aber letztendlich haben wir 54 Punkte, unser Spiel davon 24 zu Hause. Und jetzt wollen wir die nächsten 3 nachlegen. Ja, das sind immer so Dinge. Wir haben ein Auswärtsspiel verloren, das war in Rostock. Und in diesem Auswärtsspiel waren wir auch noch die klar bessere Mannschaft. Und wir verlieren durch ein unglückliches Eigentor, durch einen Damian Rosbach.
der den Ball ins eigene Tor fälscht, ist natürlich noch ein bisschen was hängen geblieben. Klar, das wollen wir egalisieren. Ja. Schwer zu sagen. Also wir betreiben ja dann schon auch Ursachenforschung, woran das liegen könnte. Aber ich habe da ehrlich gesagt auch keine Erklärung. Ich glaube, ein Punkt ist natürlich schon das, auch was der Coach angesprochen hat, ist, dass wir uns dann das ein oder andere Mal auch schwer getan haben, wenn sich eine Mannschaft hinten reingestellt hat. Wenn man das letzte Heimspiel jetzt nicht mit Aalen, kriegen wir zwei schnelle Tore, müssen hinterherrennen und die stehen gefühlt mit 11 Mann um 16 herum. Dann ist es immer schwer. Dann können wir natürlich unsere große Stärke, die wir natürlich auch in der Konterstärke haben, nicht ganz so ausspielen. Das ist natürlich, glaube ich, einer der Faktoren. Aber das jetzt zu verallgemeinern, ist auch schwierig. Ich weiß nicht, ob das immer Glück ist, wenn andere auch patzen, weil ich immer gesagt habe, diese Liga ist so eng. Ja, und da ist es egal, gegen wen du spielst, ob du gegen den letzten spielst, den wir gehabt haben, oder ob du gegen den ersten spielst. Du musst alles abrufen, du musst Kleinigkeiten richtig machen und die müssen wir am Samstag auch richtig machen, um unseren Weg weiterzugehen. Ne? Und so muss es wahrscheinlich Halle und Wehen auch machen. Oder andere Mannschaften, die eventuell noch Chancen haben, auch die hinten dran, man darf die nicht abschreiben, Kaiserslautern kommt jetzt, die haben alle noch irgendwo, schielen die hin, genauso wie auch Rostock auch. Und deswegen, wenn man eine kleine Serie machen kann, ist man in dieser Liga schnell oben und wir wollen einfach unseren Weg weitergehen. Also ich persönlich habe immer gesagt, wir gucken gar nicht groß drauf, war letztes Jahr auch so, ich glaube, das war auch unsere Stärke, sondern dass wir unsere Spiele erstmal machen und unsere Hausaufgaben machen, unsere Art und Weise wieder auf den Platz bringen und alles andere regelt sich von selber. Ja, das ist auch noch eine Frage natürlich für dieses Auswärtsspiel, wo man auch ein bisschen tiefer gestanden ist, wo man viele Zweikämpfe und Kopfballduelle hat. Das muss ich auch sagen, der Christoph ein sehr, sehr gutes Spiel fürs erste Mal gemacht. Auf dieser Position ist eigentlich ein Innenverteidiger, der aber auch einen sehr guten Ball spielen kann. Und jetzt haben wir ein Heimspiel. Da werde ich auch nochmal drüber schlafen müssen oder auch mal die Trainingseinheiten angucken. Aber er bietet natürlich auf dieser Position auch eine Alternative für uns. Ich weiß nicht, ob Cottbus keine coolen Angreifer hat mit Rangelow, der 36 ist. Also der weiß schon, wie das Spiel geht und Jasula genauso. Letztendlich ist es so, dass dieses Spiel manchmal schlechter für uns gemacht wurde, wie es eigentlich war. Von der Effektivität, dass Cottbus mehr Ballbesitz hatte, hat er aber auch Uerdingen. Da hat niemand drüber gesprochen. Ne? Und wenn ich die Statistik sehe, haben wir 8 Torschüsse aufs Tor gemacht und Cottbus nur 3. Also von der Effektivität, natürlich haben wir, was wir gemacht haben, viel zu viele Freistöße zugelassen, haben wir zu viele Fouls gemacht. Und dadurch hat natürlich der Druck auf unser Tor mehr zugenommen. Aber eine effektive Torschance, eine hundertprozentige, hatte Cottbus mit Rangelow eine nach einem Konter, wo wir den Ball verloren haben. Ansonsten war keine hundertprozentige Torschance da. Und wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht, von den Möglichkeiten, den hundertprozentigen, hätten wir das Spiel sogar höher gewinnen müssen. Letztendlich kann man es immer verbessern. Wir haben es analysiert und wir legen den Finger in die Wunde, ob wir gewinnen oder verlieren. Immer gleich, um uns zu verbessern. Und mit Sicherheit können wir uns da, und da haben Sie recht, verbessern im Spiel gegen den Ball. Malik Batmans hat wieder trainiert nach Oberschenkelproblemen. Ja, gestern ganz normal, es war alles okay. Mich freut auch, dass Janis Hanek wieder so weit hergestellt ist, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und dadurch uns natürlich mehr Optionen bietet. Schön, dass Sie sich Gedanken für mich machen. Also, das ist ja schön, ja. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, klar, aber wir haben genug Spieler, was diese Positionen betrifft. Ja. Ich erwarte eine spielstarke Mannschaft. Ich erwarte eine Mannschaft, die natürlich jetzt mit 41 Punkten vielleicht auch nochmal versuchen wird, Richtung Platz 3 ranzukommen, weil so viel ist es nicht in dem Moment, wenn man dementsprechend sein Spiel gewinnt und der andere dementsprechend vielleicht auch die Ergebnisse sind. Deswegen ist in dieser Liga noch alles möglich und deswegen erwarte ich eine Mannschaft, die hier natürlich auf Sieg spielt. Ja. Das sehen wir dann. Ja. Also nach dem Spiel sind wir alle schlauer. Ja. Man macht sich einen Matchplan und das hat man gegen Aalen genauso gemacht und schwuppdiwupp war der Ball drin nach ein paar Minuten und dann wirft das alles wieder über den Haufen. Deswegen das sind wir immer nachher schlauer. Wir erwarten eine Mannschaft hier, die gewinnen will, eine Mannschaft, die dann nach vorne spielen kann, auch gut nach vorne spielt und da müssen wir uns drauf einstellen. Jetzt geht's erst so richtig los. Unser nächster Gegner im Wildpark ist Hansa Rostock. Jetzt Tickets für die geilste Baustelle in Karlsruhe sichern.